Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Duel Turnier. Heute geht es um den Kampf um den dritten Platz. Mein Duell gegen David Dragoon. Ich hab's im Moment, können wir ihm gucken. Luxius 70, Entschuldigung. Ja. Ich kommentiere mein eigenes Duell jetzt selber, weil das echt, ja, schaut's euch an. Es ist interessant zu sehen. So, schauen wir mal. Luxius ist übrigens der Schüler von dem Herrn GF gewesen. Also Sparring-Partner auch. Und schauen wir einfach mal. Eigentlich eine Top-Hand, die ich hier habe. Ich kann mich verteidigen. Ich habe eine super Zauberkarte. Man kann sie nicht beschweren. Ich habe aber nicht mit diesen Spirits gerechnet. Also ich wusste, dass er Spirits benutzt, aber schaut euch das an. Alleine dieses Vieh hat mir ganz schön zugesetzt. Es hat meine Effekte annulliert, so konnte ich nicht mal meinen Fader rufen. Und ja, dann habe ich schon 4500 Punkte nur übrig. Ja, und die Karte hilft mir auch nicht ansatzweise irgendwie. Und solange das noch welche Monster zum Detachen hat und jede Runde eine Karte auf den Friedhof schmeißen, wenn wenigstens eine Zauberkarte dabei gewesen wäre, wäre das ja schön gewesen. Naja. So, er kann immer noch einen Effekt aufhalten und er ruft weiterhin seine Monster und ja, das war sehr, guckt euch das an. Gib mir da erstmal 800 Schaden, dann eine Zauberkarte auf Video und jetzt habe ich gerade meinen letzten Zauberschläger weg. Ja, ich versuche es dann eben so, um nochmal Karten zu kriegen und krieg auch noch die Monster weg. Endlich habe ich mir gedacht, bin ich sie los. Ja, und so kriege ich auch noch mein Fader aufs Feld. Oh yeah. So hat man, so spielt der Dengoku. Leider habe ich aber jetzt kein Ziel, außer die verdeckte Karte. Für meinen Möbius. Und ich kann mir eine zusätzliche Karte aus dem Deck auf die Hand holen. So. Und der erste Schaden, den ich eigentlich hätte machen wollen, hat aber nicht funktioniert. Was eine Scheiße. Und natürlich kommt dann direkt Kreaturentausch, was auch funktioniert, obwohl ich dieses Monster, diese Karte hier habe. Das war unglaublich, dieses Duell. Ah, der Kerl wusste, entweder meine Duelle sind zu eintönig oder, ja, wer weiß. Auf jeden Fall wusste er genau, wie er mich kriegen kann und so hat er mich gekriegt. Tja, das war die erste Runde. Und da es nur zwei Duelle sind, könnt ihr euch ja schon vorstellen, wie dieses Duell zu Ende gegangen ist, aber trotzdem schauen wir uns das mal an. Wieder eine gar nicht so üble Hand, wir haben etwas zum Searchen, wir haben Monster zum Rufen, kein Problem. Er hat allerdings gar nichts, außer ein Monster, das ihn nicht zwingt. Also er kann mir Schaden zufügen. Aber es geht ja zurück auf die Hand, das heißt Cyber Dragon ist hier total fehl am Platz gewesen. Hier hat er noch seine beiden verdeckten Karten, die nichts gegen meinen Angriff tun konnten. Da habe ich gedacht, so, jetzt komme ich, aber er hat dreimal Kreaturentausch. Was die Sache schon wieder kacke macht. Und schon holt er sich mein Monster und zieht dazu noch zwei Karten. So bitter. Tja. Tsukuyomi geht auf die Hand zurück, mehr kann er im Moment nicht machen, aber jetzt ist mal drei Cyberdrachen, dazu noch Kraftbündnisse am besten, damit 8000 Bats, naja, geht nicht. Aber seine Bottomless Traphole hält Sabok auf und natürlich den Effekt meiner Zauberkarte, der nicht durchgegangen ist. Tja, was soll man machen? Tsukuyomi versetzt sich erstmal selbst in den verdeckten Verteidigungsmodus und 1100 Schaden für mich. Und hier kommt der legendäre Cyberdrache und er greift einfach mal an und lässt Tsukuyomi verschwinden. Eigentlich? Doch, ja. Moment. Aktiviere die nur ein Spirit Monster auf dem... Okay, wenn ein Spirit Monster da ist, kann man zwei Karten ziehen, okay. Tja, so kannst du laufen. Da habe ich einen Spielfehler gemacht. Ich habe Kreaturentausch benutzt. Ich hätte lieber mit meinem Grand Mole das Monster zurückschmeißen sollen. So hätte ich Karten gespart. Ein kleiner Spielfehler. Naja, kann passieren. Passiert bei mir leider häufiger. So. Guckt euch diese Hand an. Der hat ohne Ende Karten auf der Hand. Das und hier, unglaublich. Was soll man da machen? Das ist so heftig. Schaut euch das an. Nur mein Fader kann mich schützen. Das ist heftig. Absolut. Dieses Vieh hält dann auch nochmal ein Effektmonster auf, glaube ich. Ja. Was soll ich da noch großartig tun, Leute? Die Pfeil. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Die gab es ja auch noch. Er hat alles geblockt, was ich hätte machen können. Und so ist dieses Duell dann auch zu Ende gegangen. Oh, tut mir leid, ich finde das im Nachhinein so witzig. Ich konnte nichts machen. Der Kerl hat mich so ausgestort mit seinen Spirit-Monstern. Ich mag die Spirits, absolut. Schade, dass dieses Deck nicht viel weitergekommen ist. Also Leute, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieser kurze Part gefallen. Und schaltet zum großen Finale ein. Von Let's Duel Turnier. Haus rein, schau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku, Senpai.